Das Coronavirus belastet nicht nur unser Privatleben, sondern auch unsere Wirtschaft. Auch der Hardwaremarkt ist davon nicht verschont geblieben. Doch welche Auswirkungen hat Corona auf den Hardwaremarkt? Wird es zu massiven Lieferengpässen kommen und somit auch zu Preisanstiegen? Wird es Release-Verschiebungen geben? Und ist es überhaupt sinnvoll, sich gerade jetzt einen neuen PC zu kaufen? Oder sollte man doch lieber ein paar Monate warten? Dies und vieles mehr erfährst du nach dem Intro. Ja, es sind aktuell schon merkwürdige Zeiten. Die meisten Menschen verbringen ihre Zeit zu Hause. Gerade weil durch die teils massiven Einschränkungen in vielen Wirtschaftszweigen die Unternehmen dazu gezwungen wurden, Umstrukturierungen vorzunehmen, arbeitet jetzt eine Vielzahl der Menschen auch von zu Hause aus im Homeoffice. Und das bringt uns auch schon den eigentlichen Kernthema dieses Videos näher. Denn dadurch, dass aktuell so viele von zu Hause aus im Homeoffice arbeiten, ist natürlich auch die Nachfrage am PC-System massiv gestiegen. Während viele Unternehmen aus verschiedenen Branchen die Auswirkungen des Coronavirus massiv zu spüren bekommen, indem sie Umsatzrückstände haben, weniger Aufträge bekommen oder gar viele ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken müssen, ist die Hardwarebranche an sich mehr oder weniger mit einem blauen Auge davon gekommen. Denn dadurch, dass jetzt so viele auf Homeoffice umgestiegen sind, ist die Nachfrage nach Notebooks und PC-Systemen, wie schon eben erwähnt, natürlich extrem gestiegen. Und auch viele Produkte aus der Gaming- oder Unterhaltungsbranche konnten sich besser verkaufen als zuvor. Doch wie sieht es hierbei mit Liefer- und Produktionsengpässen aus? Nachdem in China zwangsweise eine Zeit lang viele Fabriken und Produktionen lahmgelegt wurden, ging man zuerst von massiven Lieferengpässen aus. Doch anders als erwartet soll es zumindest bei AMD und Intel weder zu erwähnenswerten Liefer- noch zu Produktionsschwierigkeiten gekommen sein. Die CEOs beider Hersteller bestärken noch einmal, dass die höhere Nachfrage nach Prozessoren problemlos bedient werden kann. Wobei ich glaube, dass auch in der aktuellen Situation keiner der beiden Hersteller öffentlich gerne zugeben würde, dass sie Probleme bei der Produktion oder Lieferung haben. Denn das könnte letztendlich das Kaufverhalten größerer Kunden negativ beeinflussen und so den Unternehmen massiv schaden. Daher kann nur die Zukunft zeigen, wie sich am Ende der Markt wirklich entwickeln wird. Schaut man hingegen mal auf die aktuelle Preisentwicklung im Hardware-Markt, spricht einiges für die Aussagen von Intel und AMD. Denn trotz der Corona-Krise hält sich der Preisanstieg bei den CPUs in Grenzen. Ein ähnliches Bild haben wir auch aktuell bei den Grafikkarten, denn dort ist auch nur ein Preisanstieg von 1-5% zu verbuchen, welcher jetzt in April, Mai entstanden ist, gegenüber den Januar vor der Corona-Krise. Doch solche kleinen Preisanstiege müssen nicht unbedingt gleich auf die Corona-Krise zurückzuführen sein, sondern können auch andere Gründe haben. Bei Netzteilen hingegen sieht das Bild ganz anders aus, denn dort sind die Preise deutlich gestiegen, teils im zweistelligen Prozentbereich. Was darauf zurückzuführen ist, dass einfach die Nachfrage der PC-Systeme gestiegen ist und sich dadurch die Verfügbarkeit verschlechtert hat. Dazu muss man noch bedenken, dass dann größere PC-Produzenten meist zuerst beliefert werden, was dafür sorgt, dass wir auf den Endkundenmarkt dann natürlich eine höhere Nachfrage haben, als entsprechend Produkte zur Verfügung stehen, und das spiegelt sich natürlich in einer Preiserhöhung wider. Genauso schlimm hat es auch den SSD-Speicher getroffen, denn auch dort ist der Preis spürbar teurer geworden mit teils 25-26% Mehrkosten auf Grundlage der Corona-Krise. Das ist zumindest die aktuelle preisliche Lage. Wie sich das Ganze in Zukunft entwickeln wird, ist schwer vorherzusagen. Ebenso schwer kann man vorhersagen, wie sich denn die Corona-Krise auf die Release-Termine verschiedener Hardware-Komponenten auswirken wird. Laut aktuellen News soll aber beispielsweise Nvidias Ampere-Grafikkarten trotz Corona-Krise bereits im Herbst 2020 dieses Jahr erscheinen. Daher ist auch davon auszugehen, dass auch AMD seine neuen Big Navi-Grafikkarten in diesem Zeitraum veröffentlichen wird. Kommen wir nun zur alles entscheidenden Frage. Ist es sinnvoll, sich genau jetzt in der aktuellen Situation einen neuen PC zu kaufen bzw. Hardware-Komponenten zu besorgen, um sich am Ende selber einen zusammenzubauen? Meine Antwort ist dabei jein. Lass mich kurz erklären, was ich damit meine. Denn am Ende ist es von deiner persönlichen aktuellen Situation abhängig. Wenn du jetzt zum Beispiel auf einen neuen PC beruflich angewiesen bist oder du zu Hause, wenn du ihn für private Zwecke nutzt, beispielsweise fürs Zocken und nur noch genervt bist, weil deine alte Möhre dir nur noch Probleme bereitet, dann kannst du auch jetzt bedenkenlos zuschlagen. Denn trotz Covid-19 halten sich die Preiserhöhungen aktuell noch in Grenzen, sodass du bei der Hardware in den meisten Fällen, wenn du die Preise gut vergleichst, höchstens mit Mehrkosten von 30-100 € rechnen kannst, als wenn du dir nach der Krise den PC kaufen würdest. Wer hingegen keine Probleme mit seinem aktuellen PC hat, der sollte sich bis Ende des Jahres noch etwas gedulden. Denn bis dahin ist nicht nur vielleicht die Corona-Krise etwas abgeflacht, sondern auch AMD und Nvidia werden mit großer Wahrscheinlichkeit ihre neue Grafikkartengeneration veröffentlichen. Ebenso steht dann auch schon AMD mit den Ryzen 4000 CPUs in den Startlöchern. Und die 10. Prozessorgeneration von Intel ist dann auch schon auf dem Markt. Sodass am Ende die Grafikkarten und CPUs der alten Generation natürlich stark im Preis sinken werden, was wiederum zur Folge hat, dass du natürlich für dein Geld auch deutlich mehr Leistung bekommen wirst. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video ein wenig die Kaufentscheidung erleichtern. Jetzt interessiert mich natürlich noch deine Meinung zu dem ganzen Thema. Das heißt, wirst du jetzt erstmal abwarten, ehe du deinen PC upgradest? Oder gehörst du eher zur Kategorie, hey, ich bin rich, ich gönne mir jetzt meinen neuen PC, ich brauche den einfach?
Schreib das gerne mal in die Kommentare. Du möchtest auch allgemein mehr solche Videos sehen und auch zukünftig nichts mehr verpassen? Dann abonniere jetzt auf jeden Fall den Kanal, falls du es noch nicht getan hast. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ich bin raus. Ciao.